Hallo, einen wunderschönen. Heute haben wir viele frische Möhren im Snack am Eck und die werden natürlich geschält wie mit so einem Sparschäler, wie zu Hause im Prinzip auch. Das Ding muss nur eingestellt werden. Manchmal habt ihr im Herbst oder beziehungsweise nicht im Herbst, im Frühjahr etwas ältere Karotten, schon etwas liegen, da muss die Schale deutlich dicker abgeschält werden. Und die ganz neuen jetzt hier, da kann man schön dünn schälen, dass die Verschälverluste nicht so hoch sind. Beim Spargel ist es ja auch genauso, wenn es da nicht passt, dann zu dünn schält, dann ist das ganze Spargel faserig. Und wenn er zu dick schält, dann ist es viel zu teuer, weil es kostet halt einen Haufen Geld, wenn man dicke Schalen hat beim Spargel. Ich zeige euch mal hier, dieser hier ist einfach viel zu dünn eingestellt. Seht ihr, da bleibt überall was dran hängen, das geht nicht. Dann braucht er Ewigkeiten, um das fertig zu machen. Aber sowas einzustellen ist gar nicht so schwer. Dann nimmt man dann Messer etwas Stabiles und drückt das Messerchen einfach etwas raus. So. Und jetzt, seht ihr den Unterschied? Jetzt hobeln wir richtig was ab, nicht zu viel, nicht zu dünn. Man kann das noch dicker einstellen und wenn ihr es wieder dünner haben wollt, das ist gar kein Problem, dann geht ihr einfach über eine Tischkante oder vielleicht bei euch zu Hause, einen Topf nehmt ihr da und könnt es so über die Kante wieder reindrücken und der Sparschäler schält wieder so dünner. Das kann man öfter machen, kein Problem. So, in diesem Sinne, wir sehen uns heute Mittag vielleicht im Restaurant bei dem vielen, vielen Karottengemüse. Bis dann, tschüss!